Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, wir haben letztes Mal hier auf der Brücke gespeichert und sind auf der Suche nach Ilya. Nehmen deswegen am besten mal wieder unser Gespür raus und suchen weiter nach Ilya. Ja, genau. So, natürlich stellen uns hier wieder sich uns so ein paar Viecher in den Weg. Aber die, na toll. Die machen wir einfach ganz schnell platt. Ach man, jetzt komm. So geht das am schnellsten hier. Ah, da ist ein Herz. Das brauche ich. Na komm, hau's um. Boah, es dauert ja ewig. Aber okay, weiter geht's. Immer schön der Farbe folgen. Auch wenn es pink ist. Ja, führt uns über die ganze Hyrule-Ebene anscheinend. Ist hier noch irgendwas? Ich möchte ja nichts verpassen, falls irgendwas Cooles hier noch kommt. Hier geht es zum Beispiel nach oben. Kann man ja mal hingucken. Okay, hier geht es auch noch nicht weiter. Mensch, man kommt aber auch wirklich nirgendwo weiter. Schneller, Link. Schneller. Wir müssen Ilya retten. Geht's jetzt eigentlich hin? Müssen wir jetzt... Ich weiß gar nicht mehr, wo man jetzt als nächstes hinkommt. Geht's da nicht nach... wie hieß es? Die Stadt vor dem Schloss? Ah, ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es hieß. Unruhestadt war ja was anderes. Das war ja mal Joa's Mask. Keine Ahnung. Egal. Gucken wir dann einfach. Oh Mist! Hä, hey, hab ich gerade den Pfeil abgewehrt? Das war ja richtig sinnlos. Jetzt reicht's mir hier. So, jetzt habe ich euch aber gegeben hier. Ende mit eurem Müll. Och, das dauert so lange. So. Diese lächerlichen Schiffshornvögel. Hier geht's nicht hoch, alles klar. Dann machen wir uns da vorne durchs Tor. Aber ich denke mal nicht, dass die uns als Wolf in die Stadt lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, nee, warte mal, sind wir noch in der Schattenwelt? Ja, theoretisch. Ja, wir sind noch in der Schattenwelt. Na, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Dann gibt es ja hier sowieso keine Menschen. Nur die wollen uns davon abhalten. Und das funktioniert ja nicht so, ne? Wie die sich das wünschen. So, da sehen wir schon wieder viele, viele Lichter. Lichter. Hyrule Stadt, ja. Ja, wir sind jetzt in Hyrule Stadt. Jetzt müssen wir, hier ist weiter Ilyas Geruch. Ich kann die Kamera nicht drehen, scheiße. Ach ja, das war ja nochmal in so viele, viele kleine Abschnitte und unterteilt, das Hyrule-Stadt halt. Boah, so viele Menschen. Aber in Hyrule-Stadt, also so, es scheint eigentlich ganz ruhig zu sein hier, weil sonst würden ja die Menschen nicht so... Muss ich da rein? Ambulanz. Da ist ein Knochen. Komm, Link, nimm den Knochen auf. Komm, Pfiffi, nimm den Knochen auf. Und jetzt wirf ihn. Wo ist er hin? Der Knochen ist weg. Da kommen wir nicht rein, aber sie hat dann auch wieder die Ambulanz verlassen.
Und wo geht's weiter? Oh, Katzen. Seit wann mögen Katzen Wasser? Also wirklich, Menschen wissen einfach nicht, wie man sich elegant bewegt. Auf dem zentralen Platz kann man das sehr gut beobachten, wenn man sich dafür interessiert. Der Typ in dem Zelt in der südwestlichen Straße, also ich halte ihn für einen ziemlichen Aufschneider. So, noch eine. Auf der südlichen Straße ist so ein Verkehr, da kommt nicht eine einzige Katze durch. Was ist da nur passiert? Casa Giovanni, aha. Das klärt ja einiges, also keine Ahnung, überhaupt nichts. Obwohl, der Team Rocket Anführer heißt ja auch Giovanni und der hat auch ein Snubbly Cat. Wo sind wir hier? Ah. Thelmas Wirtshaus, geöffnet. Ah. Ah, da ist sie ja. Dieser Junge, ob er wohl wieder gesund werden wird? Nur keine Sorge, der Bote zum Arzt ist unterwegs. Trotzdem ungewöhnlich, ein Junge vom Volk der Zoras. Ich weiß es nicht, die Frau muss jetzt halt die Stimme haben. Ob das wohl irgendetwas mit dem zu tun hat, was der Wachsoldat geredet hat? Ja, schau mal einer an, ist das nicht eine alte Bekannte von dir? Und bemerk dich gar nicht, hehehe. Die ist so böse. Gut, wir haben gelauscht. Jetzt müssen... Warte mal, was hat denn die gesagt? Der Wachsoldat geredet hat? Diese Wachsoldaten hier. Erstmal hier kurz. Wir sollen herausfinden, warum man den Lichtgeist am Hylia-See nicht besuchen kann. Befehl von oben, verstanden? Aha, also müssen wir... Da lang, hier lang und da, und das ist dann der Hylia-See. Alles klar, na, das ist doch gut. Wenn Sie nicht zur Quelle des Lichtgeists am Hylia-See pilgern können, hagelt es Proteste von den Bürgern. Deshalb werde ich euch jetzt dorthin in Bewegung setzen. Die Stelle habe ich ja auch nicht auf der Karte, habe ich euch auf der Karte angezeigt, klar? Anscheinend nicht. Hey, seht euch die Karte gefälligst genau an und merkt euch, wo ihr hin müsst. Hab ich schon. Da unten ist das kleine rote Fähnchen, da müssen wir hin. Also machen wir uns auf den Weg. Vermutlich als Wolf. Hyrule Stadt Süd, wie kommen wir jetzt wieder aus Hyrule Stadt raus? Das ist das Problem. Ich probiere es einfach mal, ich weiß es nicht. Probier es einfach mal hier lang. Da ist ja ein Tor, da kann man bestimmt auch raus. Nee, da geht's in. Nee, andere Richtung. Aha. Dann gucken wir mal, da müssen wir jetzt einen Weg suchen, wie wir aus Hyrule Stadt wieder rauskommen. Prinzessin Agneta, wer ist denn das? Dürfte alles gar nicht so schwer sein. Ist das hier der Weg, wo wir reingekommen? Ja, das sieht gut aus. Wir sind draußen. Endlich. So, ihr bitte lasst mich jetzt in Ruhe. Ich habe nicht immer wieder Lust, gegen euch zu kämpfen. Da ist der Weg. Hoffentlich geht's da auch lang, sonst bin ich langsam ratlos. Ja, sieht gut aus. Nein, danke. Ich möchte mich jetzt nicht mit euch prügeln.
Einfach wegrennen. Mein Link hat noch gerade gebrannt. So, welchen Weg nehmen wir denn? Wir sind ja da. Das ist die Sensation am Hylia-See, der schwimmende Freizeitpark von Tobi und Dumnus. Hühnerflugstation rechts hinten. Werden wir später nutzen. Ist als Wolf schwierig, so einen Huhn zu packen, ohne es zu verletzen. Die Hylia-Brücke. Wow, das sieht gefährlich aus. Ah, der ist ja ausgetrocknet. Na dann. Hier steht noch was. Große Brücke von Hylia. Größte Brücke Hyrules. Spannt sich über den Hylia-See. Genieße die fantastische Aussicht von der Brücke über den Hylia-See. Ja, der nicht mehr da ist. Das ist... Das rührt die Werbetrommel richtig an. Der sehe ich nicht mehr da. Komm und genieß den Ausblick. Ja, nach Öl oder sowas, ne? So, ich würde sagen, wir müssen rennen. Ist aber nur so eine... Oh, wir müssen doch nicht rennen. Mist, jetzt sitzen wir in der Falle. Nichts wie weg hier. Ja, wohin denn? Aufsteigen. Ich versuch's jetzt einfach mal hier... War das jetzt so... Ja, sieht gut aus. Einfach drüber. Zack. Ist ja nur der tiefklaffende Abgrund da unten. Puh, das war ganz schön knapp. Ohne die Pfütze wären wir erledigt gewesen. Bisschen wenig Wasser findest du nicht? Die Quelle des Lichtgeists muss auch hier irgendwo sein. Schauen wir uns mal um. Bei einem Sturz aus der Höhe wäre auch ein Fall auf die Pfütze tödlich gewesen. Euch hätt's übelst zerklatscht hier. Eure Eingeweide würden rumschwimmen und eure Einzelteile. Aber ich will jetzt hier kein Schwarzmaler sein. Schön, dass ihr überlebt habt. Sind das hier Zoras? Warum haben die Masken auf? Oh, ein Rubin. Übelst nützlich. Wenn ich den nicht hätte, dann wäre ich jetzt... Oh, wäre ich verzweifelt. Ja, ich dachte, ich kann hier wühlen. Wühle. Ja, drei Herzen. Ach, ich kann mal lauschen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Das Wasser schwindet unvorstellbar schnell. Wenn das so weitergeht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Hylia-See ausgetrocknet ist. Es kommt überhaupt kein Wasser mehr herunter. In unserer Zora-Höhle muss irgendwas passiert sein. Und von dort aus wird die gesamte Umgebung mit Wasser versorgt. Aber wie kommt man nur zurück zur Höhle am Oberlauf? Im Moment kann man da noch nicht einmal zu Fuß hin. Alles klar, wir müssen zur Zora-Höhle. Oh, dieser übelst creepy Mensch da. Wirklich gar nichts mehr. Der schwimmende Freizeitpark von Tobi und Dumnus liegt nun schon auf dem Grund des Sees. Das Wasser in diesem See geht immer weiter zurück. Was haben die Zoras am Oberlauf des Flusses nur gemacht? Oder hat dieser Lichtgeist, der hier verehrt wird, den See verflucht? Es ist ein Lichtgeist, als ob der was verfluchen würde. Und ich könnte noch nicht einmal zu ihm gehen, um mich zu beschweren. Das liegt ja jetzt viel zu weit oben. Was ist das? Ein Gast? Bah! Was ist denn das für ein Ungeheuer?
Oh, muss ich den jetzt verteidigen? Ich kann den Typen nicht so ab. Der hat solche Stielaugen und War das nicht hier irgendwo das Vieh? Da. Na genau. Hundertprozentig. Verdammt. Wie komme ich denn jetzt an die ran? Was, 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 was? Lasst mich los. Ich habe das Gefühl, als kann ich die nicht besiegen. Na komm. Versuch nochmal mich zu packen. Ich greife dich an. Ja, ja, ja. Zack, 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 zack. So funktioniert das. Alles klar. Ich muss warten, bis er runterkommt, mit A angreifen und dann immer wieder A drücken und ihm voll an den Hals, in den Hals beißen, die Halsschlagader kaputt machen. Ja, los, los, los! Tschüss, Schiffshornvogel. Bumm! Was machten Sie jetzt? Hey, ganz brav. Ist ja schon gut. Von nun an bin ich deine neue Freundin, dein neues Frauchen. Hey, mit denen kommen wir mit im Hamd und Drehen zur Quelle des Sees. Oh, die nimmt mich einfach mit. Wir fliegen! Vielleicht hätten wir erstmal zum Lichtgeist gesollt. Das wäre ein bisschen logischer, finde ich. Ah, okay. Ich werde beschossen. Oh, verdammt. Ja, es ist natürlich... Hey, du musst dir schon ein wenig mehr Mühe geben. Was ist? Sollen wir es nochmal probieren? Ja. Aber warum muss es invertierte Steuerung sein? Nach unten, nach oben, nach oben, nach unten. Oh, ey, das ist so schlimm. Das ist ein Spiel des 21. Jahrhunderts und es geht nicht, dass die Steuerung nicht invertiert ist. Man kann es auch nicht umstellen. Das ist echt ein fetter Makel. Wow. Wow. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Das war ziemlich cool. Wenn hier ein Fluss lang fliegt, wie tief soll denn dieser Fluss sein? Ich meine, guckt euch das mal an. Das schneller, los! Alles machen die in Arsch. Der da unten fällt, der da drüben fällt auch runter. Was sonst? Der auch da oben. Und der da auch. Oh, was für ein tiefer Graben.
denke mal, wir haben es gleich geschafft. So, Flugschein, Stunde. Nein, jetzt. Hoffe ich mal. Tschüss, Schiffshornvogel. Oh, sind wir etwa schon da? Dieser Flattermann ist ja richtig zu weit, was zu gebrauchen. Also dann, wo leben nun diese Zoras? Lass sie uns doch einfach mal suchen. Mann, ist das kalt. Beeil dich ein bisschen. Immer hat die was zu nörgeln. Oh, ein zweiter Afro. Ach, das ist eine Frau. Was in aller Welt machen diese Zoras eigentlich? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Was kann da nur passiert sein? So kann ich ja wohl kaum arbeiten. Brrr. Ist das kalt? Dann geh doch einfach rein. Ach, wenn es doch nur etwas wärmer würde. Das ist Logik. Wenn dir kalt ist, gehst du raus in die Kälte und setzt dich hin. Ja, volles Leben. Hier komme ich nicht drüber. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Also ja, das geht wirklich nicht. Man kommt nicht drüber. Wie komme ich jetzt aber wieder hoch? Boah, hier liegt Schnee oder was? Schnee und Eis. Oi, 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 oi. Ah, hier geht's wieder raus. Super. Henna, wie komme ich denn jetzt darüber? Vielleicht kann man sich in das Haus wühlen. Muss ich mal gucken. Oder ich gehe hier erstmal lang gucken. Ist wirklich alles Eis geworden. Na, das sieht doch vielleicht gar nicht so schlecht aus. Wer mal wieder geil begrüßt. Zora-Höhle. Nee, ich dachte, jetzt kommen wieder solche schwarzen Viecher runter. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, ist das kalt hier und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zoras. Genau, Midna, mach mal das. Ist echt am einfachsten. Einfach B gedrückt lassen und das Vieh umhauen. Ach so, okay. So, L. Von hier aus können wir oben. Probieren wir es. Von hier aus können wir nach oben, probieren wir es. Ich finde das ziemlich cool, so mit Midna dieses hin und her und hin und her und dann so mal oben und hin und her. Was? Was? Ich bin... Wie jetzt? Was? Hä? Wie bin ich denn jetzt bitte abgestürzt? Verratet mir das mal. Das ist völlig unmöglich und physikalisch überhaupt unmöglich. Das sehe ich gar nicht ein. Ich will... Gut, jetzt sehe ich es ein. Das war blöd. Ich will jetzt noch bis oben kommen. Ist aber auch ein ziemlich dünner Weg und natürlich kein Sicherungsgeländer.
Ach, war das sinnlos. Ich hab voll so einen fetten Eiszapfen vor die Fresse bekommen. Oder besser, ich bin davor gesprungen. Also ist einfach immer A weiter drücken nicht die beste Möglichkeit. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen gucken, bevor ich weitergehe. Hoch. Gut, ich bin da. Hier ist zu. Hier geht's auch nicht weiter. Und hier sind zwei kleine Flattermänner. Hä? Wo greift er? Was greift er denn bitte an? So, haben wir alle. Gut, Leute, dann beenden wir, würde ich sagen, hier die Folge und gehen dann im nächsten Part zu den Zoras da rein und gucken mal, ob welche zu Hause sind. Also, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!